Gelingt dem HSV unter dem aktuellen Trainer Steffen Baumgart mit diesem Spielsystem endlich der Aufstieg? Wenn ich dem Hamburger Sportverein aktuell zuschaue, tue ich mich mit der Bewertung richtig schwer. Ist das der stabilste oder der schlechteste HSV, den ich in den letzten Jahren in der zweiten Bundesliga gesehen habe? Die Mannschaft wirkt, zumindest in Phasen mit dem 5-2-3 Mittelfeldpressing, deutlich gefestigter und schwieriger zu bespielen. Auf der anderen Seite ist das Ballbesitzspiel umso eindimensionaler, gerade wenn man den Vergleich zur Tim-Walter-Zeit heranzieht. Mit diesem Video blicke ich auf die Stärken und Schwächen und beantworte die Frage, ob sich der HSV verbessert hat oder doch schlechter geworden ist. Wenn euch Videos dieser Art gefallen, würde ich mich riesig darüber freuen, könntet ihr das Ganze mit einem Daumen nach oben versehen. Schaut auch mal auf Spotify oder YouTube vorbei, eigentlich auf jeder Plattform verfügbar ist unser Podcast Erste Liebe, Zweite Liga. Wenn das Video hier online ist, kann es gut und gerne sein, dass die neue Folge zum aktuellen Spieltag, wo wir auch ausführlich über den HSV und das Spiel gegen Nürnberg quatschen, schon da ist. Entsprechend würde ich mich riesig freuen, wenn ihr dort mal reinschauen könntet. Auch bleibt es euch auf jeden Fall frei, ob ihr den Kanal hier abonniert. Es wird mich auf jeden Fall sehr unterstützen. Und teilt das Video doch gerne auf Social Media oder mit Freunden. Wenn wir auf die Fakten blicken, dann kann man schon sagen, der HSV hat nicht nur einen der qualitativ besten Kader, sondern ist auch in der Breite sehr gut bestückt. Das ist eine Top-Mannschaft, die den Anspruch Aufstieg ganz klar formulieren muss. Aktuell steht man aber auf Platz 4 und hat mit nur einem Punkt aus den letzten beiden Partien den Sprung nach ganz vorne verpasst. Es ist gerade ein Zähler Rückstand auf den zweiten Rang und 3 Punkte hinter dem erstplatzierten Hannover 96. Auch stellt der HSV die beste Offensive der Liga und hat die 5 wenigsten Gegentore bekommen. Auf dem Papier könnte man also durchaus zufrieden sein. Doch blicken wir auf das, was mir gar nicht gefällt. Ich persönlich finde, dass das Ballbesitzspiel extrem eindimensional ist. Man hat im eigenen Ballbesitz genau eine Lösung. Der Aufbau findet in einem 3-Box-3 statt. Kennzeichnend sind hier die Flügelspieler, die an der Außenlinie postiert sind. Im Zentrum hat man somit eine Raute und hier spielt man den Aufbau flach aus, sucht den Weg auf die 8, die den Ball nach vorne tragen und dann nach außen bringen. Und das macht der HSV, wenn man gegen einen geordneten Gegner spielt, quasi immer. Das Spiel ist all in all ziemlich linkslastig, denn man versucht genau diese Seite in die Spur zu bekommen und das hängt mit der individuellen Besetzung auf dem Flügel zusammen. Auf der einen Seite hat man auf links hier Jean-Luc Dompé, den wohl besten Dribbler der Liga, der teilweise in 1 gegen 1 Duellen komplett unfair wirkt. Dompé ist ein unglaublicher Baller und macht eigentlich immer wieder das Gleiche. An der Außenlinie hält er den Ball, geht ein paar Schritte nach innen, dribbelt seinen Gegenspieler aus, zieht zur Mitte, von hier kannst du flanken, abschließen oder was auch immer machen. Aber das ist Muster Nummer 1. Und im Halbraum findet sich der zweitwichtigste Offensivakteur in diesem Jahr. Na gut, man könnte auch Davy Selke und Robert Glatzel noch als wichtig bewerten. Aber auch die bekommt man meistens in die Spur, weil man mit Miro Muheim den wohl besten Flankengeber der Liga hat. Der spielt aktuell in der Dreierkette als linker Innenverteidiger, taucht aber immer wieder im Halbraum auf und bringt die Kugel mit seinem feinen Fuß in die Box. Muheim ist auch ein so feiner und technisch starker Fußballer und der HSV hat hier richtig Glück. Denn abgesehen von genau dieser Lösung geschieht gerade gegen einen tiefer stehenden Gegner in irgendeiner Form sehr wenig. Es ist immer dieses Muster, das Spiel auf eine Seite verlagern, die ballferne Seite geht bis in gen Mitte, man besetzt den Strafraum hoch, hat da die mindestens doppelte Besetzung auf dem Flügel und versucht die Kugel in die Mitte zu bringen. Was anderes durch das Zentrum, das gibt es zu selten. Baumgart hat sich dieses Mittel hier rausgesucht und hält daran fest. Ein Plan B, der fehlt in Teilen. Und ich finde, dass wenn wir über einen HSV sprechen, der im letzten Jahr noch von Tim Walter trainiert wurde, der herausragend darin war, dann hat man sich hier so arg zurückentwickelt und das ist mit dem Personal schon enttäuschend. Gefährlich ist man auch im Konterspiel, aber blicken wir nochmal auf die individuelle Qualität, die der HSV auch von der Bank bringen kann, dann ist das ja kein Wunder. Da sind tolle Spieler dabei und man schafft es auch immer wieder, Umschaltmomente ganz gut auszuspielen. Teilweise hatte ich auch das Gefühl, dass lange Bälle im Aufbau eine kleinere Lösung geworden sind. So hat man mit Daniel Heuer-Fernandes ja einen fähigen Keeper hinten drin, der immer wieder versucht hat, lange Bälle auf Davy Selke zu schlagen, wenn der HSV mal ein bisschen höher gepresst wurde. Aber, ich hatte es schon erwähnt, die Lösungen flach durch die Mitte, die fehlen mir teilweise. Der Hamburger Sportverein erfreut sich auch aktuell über die höchste Passquote der Liga, was zwei Dinge bedeuten kann. Erstens, die individuelle Qualität ist extrem hoch und zweitens, das Risiko, welches man im Aufbau geht, das ist beschränkt. Hinzu kommt die höchste Schussverwandlungsquote plus die vierthöchsten XG, die man dabei deutlich überperformt.
Aus 19,6 XG hat man 25 Buden gemacht und auch diese beiden Werte sprechen dafür, dass die individuelle Qualität top ist und offensiv viele Dinge in die richtige Richtung laufen. Aber das Fazit, was man aus dem Ballbesitzspiel ziehen muss, ist, dass der HSV sich klar verschlechtert hat. Doch das hat man ja auch mit Sinn getan. Man wollte defensiv stabiler werden. Und gefühlt ist man das. Aber tatsächlich ist man nur marginal besser als unter Tim Walter. Blicken wir also erstmal auf die Zahlen. Dem Vergangenheits-HSV kannst du vor allem zwei Dinge vorwerfen. Gegen die kleinen Gegner hatte man riesige Probleme und man hat die ein oder andere Bude zu viel aufgrund der risikoreichen Spielweise kassiert. Und jetzt hat der HSV 14,9 erwartete Gegentore. Damit belegt man Platz 7. In der letzten vollen Walter-Saison und auch in der letzten Spielzeit, in der Walter noch an der Seitenlinie stand, war man dort jeweils auf Platz 9. Marginale Verbesserung. Daraus ergeben sich unter Baumgart in dieser Spielzeit im Schnitt 1,27 Tore. Unter Walter in seiner letzten vollen Spielzeit waren es 1,32. Ihr versteht, es ist nicht so ein großer Unterschied. Es ist nicht so, als wäre der HSV auf einmal Peak-Defensive der Liga, sondern man hat dort einen kleinen Schritt nach vorne gemacht. Und zudem hat man ja auch immer tolle Torhüter hinten drin. Auch ein Daniel Heuer-Fernandes ist am Wochenende der Grund gewesen, dass der HSV gegen Nürnberg nicht 3-1 oder so verliert. Der größte taktische Unterschied, den man hier ausmachen kann, ist die Pressinghöhe. Man hat es sich zur Maxime gemacht, sich weiter zurückfallen zu lassen. Das hat zwei Vorteile. Erstens kommt der Gegner so schwerer in die Tiefe und hat weniger Konterspiel. Zweitens hat man selber nun die Gelegenheit, eher in die Tiefe zu kommen, da du aus dem Mittelfeldpressing den Gegner ein bisschen höher ziehst und Platz hinter der gegnerischen Kette kreierst. Man macht es nun nämlich aus einem 5-2-3 Mittelfeldpressing. Phasenweise, wenn man ein bisschen passiver agiert, ist das sogar ein 5-3-2. Im Anlaufverhalten verschiebt sich Dompe wieder eine Linie nach vorne und man stört den Gegner dort aktiv. Unter Walter hat man klar viel höher gepresst. Von Platz 2 der Balleroberung im letzten Spielfelddrittel fällt man auf Platz 11 zurück. Und trotzdem bleibt man defensiv immer noch anfällig und ist gut und gerne dafür da, das ein oder andere Gegentor zu kassieren. Und blickst du jetzt darauf, kannst du klar sagen, unter Baumgart ist man nicht besser geworden. Und die Aktie Baumgart ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren arg gefallen. Ich hielt Baumgart für einen sehr tollen Trainer, doch nach dem HSV-Stint und dem letzten Jahr in Köln hegen sich erste Zweifel daran. Ich weiß nicht, ob Steffen Baumgart der richtige Mann ist, denn er hat den HSV auf keinen Fall besser gemacht. Man hat, und das muss man so drastisch sagen, im Ballbesitzspiel viel aufgegeben, was da war, und hat sich dafür marginal defensiv verbessert. Und ich weiß nicht, ob das ein Trade-off ist, der sich lohnt. Die sportliche Situation würde ein Rausschmiss vermutlich nicht rechtfertigen, denn man ist in Tuchfühlung zu den oberen Plätzen. Doch ich weiß wirklich nicht, ob es das in der Konstellation so ist. Der HSV wirkt nicht mehr wie diese Mannschaft, die dich abschießt. Der HSV profitiert arg von der individuellen Qualität, die Teammanager Stefan Kunz bzw. Sportdirektor Stefan Kunz und sein Vorgänger Jonas Bolt in den letzten Jahren aufgebaut haben. Und ich glaube, ich wäre, wenn ich jetzt auf den HSV fußballerisch blicke, zufriedener gewesen, hätte man eher einen Trainer wie Raphael Vicky an der Seitenlinie. Ich glaube, auch bei den HSV-Fans hegt sich erste Skepsis gegenüber Baumgart. Vor allem nach der enttäuschenden letzten Saison und auch in dieser Spielzeit sieht das Ganze nicht perfekt aus. Mich würde mal interessieren, wie eure Meinung ist. Glaubt ihr, man hat mit Steffen Baumgart den richtigen Mann an der Seitenlinie oder blickt ihr da kritisch drauf? Schreibt die doch gern in die Kommentare. Ich würde mich freuen, könntest du mich und meine Videos mit einem Daumen nach oben unterstützen, gerne den Kanal abonnieren, nachdem ich jetzt kurz vor den 4000 Abonnenten stehe. Vielleicht schaffe ich ja sogar noch 5000 bis Ende des Jahres, das wäre auf jeden Fall ein kleiner Traum. Und teil das Video doch gerne mit Freunden oder auf Social Media. Natürlich kannst du unseren Podcast Erste Liebe Zweite Liga auschecken, wenn du dich für die zweite Bundesliga interessierst und dies zumindest in diesem Jahr beim HSV noch Thema. Den gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auch auf YouTube. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und tschüss!